Ich freue mich sehr, dass ich dieses Thema hier im Webseminar euch ein bisschen intensiver zeigen kann. Ich freue mich natürlich auch über diese große Nachfrage an dem Seminar und will euch am Anfang ein bisschen zeigen, was ich mit euch vorhab. Das ist so meine Gliederung. Das sind drei große Bereiche. Das erste ist erstmal, was kennzeichnet überhaupt einen guten Aufschläger? Weil wir werden uns ja nur mit einem ganz kleinen Teil des guten Auflegers beschäftigen, sondern also mit dem technischen Bereich. Ich will am Anfang auch ein bisschen über den Zaunfall gucken, was man eigentlich sonst noch alles beachten muss. Im zweiten Teil gehe ich ein bisschen ein auf die technischen Basics für diese Aufschläge, die ich euch nachher zeigen will. Und im dritten Teil sieht man dann ein paar Videos zum Gegenläufer, zum sogenannten S- oder Schlangenaufschlag und als drittes dann zum Querspin. Ja, ich will dann auch gleich einsteigen ins Thema. Ihr seht hier in der Mitte die Kugel, den guten Aufschläger. Und ich teile den guten Aufschläger immer gerne in zwei Bereiche. Das eine ist die Hardware, das ist sozusagen die Technik, die Aufschlagvarianten, die ich kann, die Beinarbeit, die ich dafür benötige. Und das andere ist die Software, das ist so mein Kopf, der mentale Bereich, dann natürlich das taktische Wissen und auch die taktischen Aufschlagstrategien. Aber auch nicht zu vergessen der soziale Bereich, also das Fairplay. Und den Teamplayer im Doppel als Aufschläger. Ich beleuchte mal als erstes den mentalen Bereich. Wichtig ist es ja, dass man bei jedem Aufschlag sogenannte Aufschlagroutinen hat, um Sicherheit zu bekommen. Und das fängt meistens damit an, dass man ein Ritual hat, wie oben seht ihr das Ritual von Timo Boll. Der tut gerne seine rechte Hand sozusagen abstreifen, auch wenn er nicht schwitzt, vorne am Netz. Wenn es ganz stressig ist, könnt ihr ihn hoch, dann macht das vielleicht sogar zweimal. Und das braucht er einfach als Vorbereitung in wichtigen Situationen für seinen Aufschlag. Was er auch gerne macht, ist sozusagen sein Schlägerblatt anhauchen oder den Belag anhauchen, nochmal reinigen, dass da auch Grip drin ist. Und ihr selber habt sicherlich auch ein Ritual, meinetwegen den Ball auftippen oder auf dem Tisch kurz auftippen, halte ich für sehr wichtig. Der zweite Step ist dann natürlich kurz vor dem Aufschlag, dass man nochmal in sich geht und im Prinzip sich selber instruiert, was für einen Aufschlag will ich machen, mit welchem Rückschlag rechne ich von meinem Gegner und als drittes natürlich, welchen Schlag will ich als dritten Schlag unbedingt machen gegen diesen Gegner. Also wir nennen das Selbstinstruktion kurz vor dem Aufschlag. Und zwischendrin passiert noch was, zumindest bei den guten Spielern. Da beobachte ich ja eigentlich den Rückschläger, was er gerade macht. Ich habe hier unten mal eingeblendet so ein typisches Bild, was ich gerne bei Anfängern zeige. Die sollen analysieren, was macht denn der Rückschläger eigentlich falsch? Oder wie kann ich da einen guten Aufschlag anbringen? Und man sieht hier beim Philipp hier hinten, der hat aber das Gewicht komplett auf dem rechten Fuß und natürlich Probleme, sich hier nach rechts abzustoßen. Er müsste eigentlich erst aufs linke Bein, verliert Zeit und ist dann zu spät in seiner tiefen Vorhand. Also wäre es sinnvoll, wenn ich das erkenne, analysiere am Anfang vor dem Aufschlag, da habe ich ja genug Zeit, vielleicht einen Kickaufschlag mit Gegenläufer hier in die tiefe Vorhand zu machen, sofern ich das technisch kann. Zweites Beispiel, was oft vorkommt bei Kindern, die haben den Arm hier hängen und der Schläger hängt unterm Tisch. Wenn ich das jetzt sehe und weiß, naja, ich mache jetzt einen Überschnittaufschlag, lang direkt hier auf den Wechselpunkt. Dann hat er natürlich ein Problem, wenn er den Arm dann erst hochzieht, den Ball überhaupt auf den Tisch zu bekommen. Der wird in der Regel oben drüber gehen. Und ich kann schon warten, wenn er denn drauf geht, zumindest wird er dann hoch über den Tisch sein. Ja, also die Wahrnehmungsfähigkeit gehört auch mit zum Aufschläger, dass er das sieht vor dem Aufschlag und die ganz Guten, also ein Waldner und auch ein Timo Boll, die können ja auch noch während dem Aufschlag, während der Ball beim Ballwurf in der Luft ist, noch entscheiden, vielleicht, wenn der hier hinten umläuft, den Ball noch in eine andere Richtung zu spielen. Also von daher ist der mentale Bereich sicherlich ein ganz wichtiger Bereich auch für den Aufschlag. Kommen wir zum zweiten Bereich, dem sozialen Bereich. Ich sag mal, Timo Boll ist ja bekannt für seine Fairness. Auch bei Aufschlägen und auch übrigens, wenn er mal eine gelbe Karte kriegt, weil er den vielleicht nicht senkrecht hochgeworfen hat, trotzdem ist er da immer auch zu den Schiedsrichtern immer, immer fair und akzeptiert die Entscheidung. Fairplay also das eine, weil es bei Aufschlägen ja am meisten Probleme gibt, auch in unteren Klassen, was so die Aufschlagregeln angeht.
Hier noch ein wichtiger Punkt. Wir sind ja auch Teamplayer, Doppelspieler. Und hier sieht man ja den Franz, wie er den Timo anzeigt, was für einen Aufschlag er macht, damit er schon bestimmte Sachen ausschließen kann und sich vorbereiten kann auf den Aufschlag. Ich selber war auch Linkshänder Doppelspieler und ich habe gerne auch angezeigt, was der Aufschläger für einen Aufschlag machen soll, um dann zu wissen, was ungefähr zu erwarten ist vom Rückschläger. Also ganz wichtig, dass man sich da abstimmt. Und ich will hier auch gleich einen Schritt weitergehen in den dritten Bereich. Da geht es natürlich um das Thema Taktik. Meine persönliche Meinung ist, dass im Training, im Tischtennis, viel zu wenig Taktiktraining gemacht wird. Also wir lernen Aufschläge, machen unendlich viel Aufschlagtraining, der ist dann technisch auch gut, aber das taktische Grundwissen wird zu wenig vermittelt, auch welche Aufschläge für mich gut sind, welche vielleicht gar nicht zu meinem Spiel passen. Ich habe hier mal für euch ein Beispiel vorbereitet, wo ihr euch selber testen könnt. Es geht um Aufschlag im Doppel, was auch vielleicht viel zu wenig trainiert wird. In der Regel, wir haben hier das Schwarze, das Aufschlägerdoppel, hier ist der Aufschläger und der macht ja in der Regel Aufschläge kurz, halblang, vielleicht auch lang. Das zeigt auch an, welchen Schnitt. Was er selten anzeigt, ist, ob er den Aufschlag vielleicht mehr nach außen zirkelt, wie hier in den Bereich von Nummer 1, oder mehr in den Innenbereich zirkelt, was ja enorm wichtig ist für diesen Spieler hier unten, für seinen Partner. Ich zeige es mal in der nächsten Grafik. Also wenn jetzt hier, wir haben hier ein Links-Rechts-Doppel, der Rechtshänder macht Aufschlag. Wenn der Aufschlag hier in die Mitte vorhand macht auf die Seitenlinie, kann dieser Spieler diesen Bereich hier unten nicht anspielen. Das war für mich als Linkshänder immer wichtig, dass er das gemacht hat, dass ich hier nicht sozusagen ausgespielt werde in der tiefen Vorhand. Umgekehrt, wenn wir hier den Linkshänder aufschlagen lassen, spielt er ihn vielleicht eher in den mittleren, an die Mittelzone ran, damit hier mein Partner nicht mit mir zusammenläuft und wir hier ausgespielt werden. In der Regel war es immer so, dass mein Partner von hier, von seiner Lieblingsrückhandseite eröffnen wollte mit Rückhand oder Vorhand und das konnte ich eher mit so einem Aufschlag in die Mitte gewährleisten. Also von daher glaube ich, dass taktisches Grundwissen erstmal nötig ist, um, ich sag mal, clevere Aufschläge zu spielen. Das zweite ist, allgemeine Grundstrategien, Aufschlagstrategien den Kindern oder den Spielern zu erklären, wie zum Beispiel hier im Doppel. Und das dritte wären spezielle Aufschlagstrategien. Das ist der Fall, wenn ihr das Doppel kennt, wenn da zum Beispiel eine Noppe ist oder sowas, dass man dann natürlich die Aufschlagstrategie daran anpasst. Also von daher der taktische Bereich, die Software, sicherlich auch ein ganz wichtiger Aspekt beim Aufschlag. So, jetzt kommen wir zu dem Bereich, den ich heute mit euch machen will. Das ist der technische Bereich. Also ich habe mal hier den Timo in Boll, als ich das erste Mal mit ihm ein Lehrposter gemacht habe, aufgenommen. Und da konnte er natürlich, ich sag mal, 10, 15 verschiedene Aufschlagvarianten. Ich habe mal 4 hier aufgelistet. Hier Unterschnitt, Seitunterschnitt, Gegenläufer, Gegenläufer mit Seitenschnitt. Und ganz wichtig bei der Variation ist natürlich nicht nur der Schnitt, sondern auch die Länge, die Platzierung und auch von welcher Position ich aufschlage. Wir gehen mal hier einen Tick weiter und die Beinarbeit. Also es wird auch oft vernachlässigt beim Aufschlagtraining, dass das alles im Stand passiert. Aber Timo zum Beispiel verlagert hier beim Hochwurf das Gewicht aufs hintere Bein und dann hier wie im Balltreffpunkt das Gewicht wieder auf den vorderen Bein. Und dann dreht er sich natürlich auch noch rein, dass er sozusagen noch mehr Druck hinter den Ball bringt zum Beispiel und dann natürlich gut steht für den nächsten dritten Ball. Also die Beinarbeit gehört zum Aufschlagtraining dazu. Ganz wichtig. Das Zweite, was auch noch dazu gehört, ist im Prinzip Finden und Täuschung. Ich habe mal hier den Franz aufgenommen von der Seite. Ihr seht das ganz gut, dass er den Ball sehr weit unten am Schläger trifft. Und biomechanisch ist das natürlich auch sehr sinnvoll. Das Handgelenk ist die Drehachse, vielleicht noch unterstützt durch den Unterarm. Und ich kriege, je weiter sozusagen der Ball weg ist von der Drehachse, je weiter unten hier der Ball ist, umso mehr Schnitt bekomme ich rein bei gleicher Bewegung. Umgekehrt, das habe ich hier mal auf dem Bild gezeigt, rechts, wenn ich den Ballgriff nahe treffe, habe ich viel weniger Schnitt. Wir haben das mal ausgerechnet, das sind bis zu 60% Unterschied. Also der ist fast schnittlos und der hier hat mega Schnitt. Also es lohnt sich natürlich auch sowas zu trainieren. Finden und Täuschung zum Beispiel durch einen anderen Treffpunkt auf dem Schläger. Ja, das wäre sozusagen mal so grob die Übersicht zu diesen 4 Bereichen von dem guten Aufschläger. Und ich komme jetzt zum zweiten Part, nämlich den
Basics, den Aufschlag Basics, die wichtig sind als Voraussetzung für diese Aufschläge, die wir uns am Schluss anschauen wollen. Wir haben schon gesagt, die Regeln müssen eingehalten werden und dazu gehört auch der Ballwurf. Und ich habe hier extra geschrieben, variabler Ballwurf. Weil die meisten von euch, gehe ich mal von aus, die haben ungefähr immer die gleiche Ballwurfhöhe. Ich sag mal Kopfhöhe oder vielleicht auch nur die 16 cm. Die guten Aufschläge machen Aufschläge mit verschiedenen Ballwurfhöhen. Also Spezialfall war für mich immer Chilla Bartofi. Die hat er fast bis zur Decke 8, 9 Meter hoch geworfen. Und dann aber die Kickaufschläge mit 16 cm. Das heißt, da waren die Gegner natürlich total überrascht, waren vom Timing fast überfordert. Sie dachten, sie müssen es 3 Sekunden zählen, bis der Ball hier wieder runterkommt. Also von daher lohnt sich auch bei der Ballwurfhöhe zu variieren. Dazu kommt, dass biomechanisch, wenn der Ball hier eine Geschwindigkeit hat, eine kinetische Energie, natürlich das umgewandelt werden kann in Schnitt, wenn ich das hier richtig time vom Balltreffpunkt. Der Ball gräbt sich weiter in den Belag ein, der Katapult ist höher, wenn er eine gewisse Geschwindigkeit hat, mit dem er auf den Belag aufschlägt. Ja, optimale Griffhaltung. Die Griffhaltung, die ihr hier seht, die ist ja wichtig, dass wir überhaupt so viel Schnitt machen können. Und ihr wisst, dass der Daumen ist auf der Vorhand, der Zeigefinger liegt irgendwo hier hinten auf der Rückhandseite. Und Holz hier muss so sein, dass es hier über das Handgelenk oder vielleicht auch unter das Handgelenk drunter herfahren kann. Das kennt jeder. Vielleicht noch ein Tipp, hier dieser Mittelfinger ist auch nicht so ganz unwichtig. Da kann man dem Schläger noch den letzten Kick geben. Das machen auch viele. Meine Meinung ist, dass man bei Kindern experimentieren sollte. Also verschiedene Griffe zulassen sollte. Sofern sie den Ball nachher in die richtige Shakehand-Haltung nehmen können, ist das alles kein Problem. Und einfach schauen, wo kriegen die am meisten Gefühl und Schnitt rein. Das sollte eigentlich auch bekannt sein. Wir haben vor langer Zeit, ich glaube vor 20 Jahren, mal eine Untersuchung gemacht zum Thema Ballflug bei Profis und bei unseren Kadernspielern in Baden-Württemberg. Und da kam raus, dass alle ihre Aufschläge sozusagen in diesem Fenster übers Netz gingen. Also in 2 Ballbreiten sind das 8 cm zwischen Netzoberkante und dieser roten Stange. Und das ist eigentlich Pflicht für alle Aufschläge. Also der chinesische Cheftrainer Gu Liang, der hat das sogar auf 1,5 cm für seine Profis reduziert. Ja, also je flacher, desto schwieriger ist es für den Gegner, die Dinger durchzuladen. Also von daher ist das auch ein wichtiger Aspekt für alle Aufschläge. Überraschendes Tempo. Ich behaupte, jeder Aufschläger muss mindestens einen so einen Kickaufschlag in seinem Repertoire haben, damit er ein guter Aufschläger ist, weil wenn er das nicht hat, wird sich dieser Rückschläger irgendwann das merken und wenn er clever ist, ein bisschen näher an den Tisch gehen, weil die Bälle eh alle, sagen wir, hier vorne oder vielleicht auch hier aufspringen. Während wenn jemand einen Kickaufschlag kann, dann muss er sich orientieren, vielleicht ein bisschen weiter nach hinten und hat dann Probleme mit wieder mit den halblangen und kürzeren Aufschlägen. Zudem haben wir vorhin gesehen, bei diesen beiden Fehlstellungen vom Rückschlägern, dass so ein Kickaufschlag dann auch eine Waffe ist, wenn der hier drüben zum Beispiel die Hand unterm Tisch hat. Beinarbeit hatten wir im Tio mal von der Seite gesehen, dass wir jetzt hier sozusagen die Beinarbeit, die normal bei jedem Aufschlag passieren sollte, der vielleicht mit Rückhand weitergespielt wird. Also der dreht jetzt sozusagen rein über diesen Fuß. Der Fuß dreht hier hin. Und da ist es so, er will jetzt mit Rückhand weiterspielen und macht natürlich hier clevererweise eher so einen Seitunterschnittaufschlag nach außen, weil dann die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass er da zurückkommt. Deswegen antizipierte Beinarbeit. So, noch ein wichtiger Punkt und da ist der Timo für mich jetzt nicht unbedingt das Vorbild, weil er macht als Linkshänder fast immer seine Aufschläge aus der Rückhandposition. In letzter Zeit geht er auch beim Gegenläufer ein bisschen rein und hat auch schon mal einmal zumindest mal einen Rückhandaufschlag gemacht, so aus der Mitte. Aber da ist der Dima für mich natürlich der komplettere Aufschläger. Ihr seht hier rechts sein Bild, macht dann den normalen Vorhandaufschlag aus der Rückhandseite. Hier seine Rückhandaufschläge aus Mitte, manchmal sogar aus Vorhand. Und hier sein Stip-Aufschlag aus der Vorhand, sodass er im Prinzip alle Streuwinkel abdecken kann. Also die tiefe Vorhand des Gegners, die tiefe Rückhand des Gegners und eventuell hier auch so einen mittleren Bereich. Also von daher ist wichtig, nicht nur für Rechtshänder, auch für Linkshänder, diese Position zu ändern. Und dass man aus verschiedenen Positionen Aufschläge trainiert. Hier ist es so, diese Position braucht jeder Rechtshänder sowieso im Doppel. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Rechtshänder von ihrer Schokoladenseite, von der Rückhand, die Aufschläge viel besser machen als von dieser anderen Seite. Vielleicht, weil sie es zu wenig trainieren. So, jetzt kommen wir
gleich zum ersten Video. Es geht um das Thema Rotation natürlich. Und wir haben ja ein Problem, der Ball ist größer geworden von 38 auf 40 und jetzt 40 plus. Also 40 waren immer 39,5. Das war sozusagen die Range, die die Materialindustrie vorgegeben hat. Und die 40 plus sind jetzt 40,1. Das heißt, also, es ist viel schwieriger, einen Schnitt in die Bälle zu bekommen. Von daher gilt es erstmal zu versuchen, überhaupt die Rotation zu maximieren. Da haben wir zuerst mal was Triviales. Also wir könnten das natürlich durch einen griffigeren, klebrigeren Belag steuern. Klar, ihr spielt mit einem bestimmten Belag. Worauf ihr aber achten solltet während eines Spiels, ist natürlich, ob der verschmutzt ist, ob da Fett drauf ist oder sonst was. Deswegen machen das ja die Profis, dass sie vom Auflauf nochmal ihren Belag anhauchen und abwischen, damit er immer optimal griffig ist. Das zweite ist der Handgelenkeinsatz. Und jetzt ist schade, dass mein Video nicht funktioniert. Im Prinzip hat das Handgelenk zwei Achsen. Und von daher muss man gucken, dass man diese Achsen auch trainiert. Also ich werde mal gucken, dass ich das vielleicht dann nachreiche, diese beiden Bilder zu diesem Handgelenkeinsatz. Optimale Griffhaltung hatten wir schon gesagt. Aber ich habe hier nochmal ein Bild gemacht vom Dima bei der Rückhand. Also wenn er ganz genau hinschaut, dann hat er hier bei der Rückhand einen sogenannten Vorhandgriff. Also sein Zeigefinger ist sozusagen ein bisschen nach vorne gelaufen, den Schläger ein bisschen in seine Hand verdreht. Umgekehrt macht er natürlich dann hauptsächlich mit Vorhandgriff, Rückhand, Unterschnittaufschläge. Und der Gegner kann es nicht sehen, weil das unterm Tisch stattfindet. Das Zweite, was er macht, er dreht ihn in die andere Richtung, in den sogenannten Rückhandgriff, den Anfänger gerne haben. Und dann macht er die gleiche Bewegung dann mit Oberschnitt. Also auch bei der Rückhand lohnt es sich, seine Griffhaltung zu verändern. Wichtig ist, nicht nur beim Vorhandaufschlag hat man eine optimierte Griffhaltung, auch bei Rückhand kann man die Griffhaltung optimieren. Also wenn man Dima Ovtcharov sieht, dann ist es so, dass er gerne bei Unterschnittaufschlägen einen Vorhandgriff einnimmt. Das sieht man hier ganz gut, der Zeigefinger wandert nach vorne. Wenn ich jetzt hier reingehe, habe ich automatisch mehr Unterschnitt, ich komme besser um den Ball. Umgekehrt, wenn ich den Schläger, die Zeigefinger nach hinten wandern lassen, hier so ähnlich wie bei so einem Anfänger, dann habe ich einen Rückhandgriff und dann kann ich bei der gleichen Bewegung eher Seite und Überschnitt erzeugen. Also auch bei Rückhandaufschlägen lohnt es sich, den Griff zu verändern und anzupassen. Höheren Ballwurf haben wir schon besprochen von der Biomechanik, dass das günstig ist, und der griffferne Balltreffpunkt haben wir auch besprochen. Hier nochmal zwei Bilder vom Dima aus dem Internet, und da sieht man ganz gut, dass er den Ball immer außen trifft. Gut, dann kommen wir mal zum nächsten Ding. Das wäre sozusagen die Rotation zu variieren. Das kennt ihr hoffentlich, das Scheibenwischerprinzip. Hier haben wir jetzt einen Vorhand-Seitenschnittaufschlag, und wenn der Schläger so eine U-Form oder eine halbkreisförmige Form beschreibt, dann haben wir hier Seitunterschnitt, hier Seitenschnitt und hier sogar Seitüberschnitt im dritten Bild. Umgekehrt beim Rückhandaufschläger hier Seitunterschnitt, hier Seitenschnitt. Und hier Seitüberschnitt. Und das Gleiche wollen wir jetzt auch sehen beim Gegenläufer. Das wäre sozusagen das erste Video. Einer der erfolgreichsten Aufschläge in Timos Repertoire ist der Gegenläuferaufschlag. Er spielt den Gegenläufer in zwei Varianten. Variante 1 ist der Gegenläufer mit Seitunterschnitt. Variante 2 ist der Gegenläufer mit Seitenschnitt. Beide Varianten werden mit derselben methodischen Reihe vermittelt, die im Anschluss gezeigt wird. Die Bewegung und vor allem der Handgelenkeinsatz eines Frisbee-Wurfs mit dem Ausholen neben dem Körper ähnelt sehr der Bewegung beim Gegenläufer. Deshalb sollte diese Bewegungsanalogie im Vorfeld geübt werden.
Der Spieler macht beim Seitunterschnitt Gegenläufer mit dem Schlägerkopf eine halbkreisförmige Bewegung vom Körper weg und streift dabei den Spinball zwischen Äquator und Südpol. Der Ball dreht sich dadurch mit Seitunterschnitt. Beim Seitenschnittgegenläufer macht der Schlägerkopf die gleiche halbkreisförmige Bewegung vom Körper weg, streift aber den Spinball seitlich am Äquator. Der Ball dreht sich nun mit Seitenschnitt. Im Vergleich zum normalen Seitenschnittaufschlag steht der Spieler beim Gegenläufer während dieser Rotationsübung auf der gegenüberliegenden Seite. Die Aufgabe für den Spieler ist es, den Ball so zu streifen, dass der Ball einen großen Halbkreis beschreibt. Ist dies der Fall, so hat er den Ball mit Seitunterschnitt getroffen. Bricht der Ball schon nach einem Viertelkreis aus, so hat der Ball Seitenschnitt oder Seitüberschnitt. Ziel ist es, dass der Spieler in der Lage ist, selbst zu steuern, ob er einen Halbkreis oder einen Viertelkreis macht, also zu differenzieren zwischen Seitunterschnitt und Seitenschnitt. Zur Vorbereitung der Übungen am Tisch soll der Radius des Halbkreises langsam verkleinert werden. Nun gilt es, einen Viertelkreis oder später einen Halbkreis um das Hütchen auf der eigenen Tischhälfte hinzubekommen. Der Spieler bekommt nun die Aufgabe, nach einmaligem Aufspringen des Balles auf der eigenen Tischhälfte über das Netz um das zweite Hütchen zu spielen. Wichtig ist, dass bei dieser Übung die Höhe der Flugbahn noch egal ist. Wichtig ist nun, Feedback über eine flache Flugkurve mit Hilfe der Trainingshilfestangen zu bekommen. Um die Aufgabe zunächst zu vereinfachen, sollte man mit einem Stangenabstand von 2 Schlägerbreiten zur Netzoberkante beginnen und diesen kontinuierlich verkleinern. Ziel ist auch hier ein Abstand von 2 Ballbreiten oder 8 cm. Die flache Flugbahn kann mit der vorherigen Hütchenübung kombiniert werden. Um die Rotationsstärke zu verbessern, wenn der Ball grifffern getroffen wird, sollte der Gegenläufer auch mit halbseitig griffnah abgeklebtem Schlägerblatt trainiert werden. Speziell für die wichtige parallele Platzierung des Gegenläufers ist es wichtig, dass schon während der Schlagphase eine unterstützende Körper- und Rumpfrotation stattfindet, die schließlich in eine optimale Position für den nächsten zu erwartenden Ball führt.
Das Rücksprungbrett oder ein ersatzweise senkrecht gestellter Schläger des Trainingspartners gibt Rückmeldung über die Qualität der Rotation. Beim Seitunterschnitt-Gegenläufer stößt sich der Ball nach unten in Richtung Vorhandseite des Aufschlägers ab. Beim Seitenschnittgegenläufer stößt sich der Ball zur Seite in Richtung Vorhandseite des Aufschlägers ab. Je weiter er vom Brett abspringt, desto mehr Seitenschnitt war im Aufschlag. Wichtig ist es, die Aufschlagvarianten schon früh ins taktische Training mit einzubauen. Aufgrund des zu erwartenden Streuwinkels des Gegners gilt es auch, die Beinarbeit zum nächsten zu erwartenden Ball mitzutrainieren. Sobald man im Training mit den Gegenläufer-Aufschlagvariationen erfolgreich ist, lohnt es sich, sie im echten Wettkampf auszuprobieren. Jetzt wäre Zeit, sozusagen zu Fragen, die bisher gewesen sind, Daniel, auch zum Gegenläufer, weil 2, 3 Minuten könnte ich hier Fragen beantworten. Ja, da war ja ein Bild, in dem der Schläger abgeklebt war oder nur Belag am oberen Ende war. Hier war eine Frage, wie man den am besten abklebt und ob du das nochmal erläutern könntest. Das ist auf jeden Fall so, diese Folien gibt es zu kaufen. Das sind an sich diese Frischhalte- oder Schutzfolien für Schläger. Gibt es bei fast allen Firmen. Ich glaube, bei manchen ist sogar mit beim Belag dabei. Ansonsten gibt es sie so knapp 2 Euro, 2 solche Beläge. Die zerschneidet ihr, klebt sie als Folie drauf. Ich habe meistens dann noch weißes Papier oben drüber geklebt, damit es noch deutlicher sichtbar ist. Normal sind die eher so durchsichtig, aber wenn man das abklebt, dann schmiert der Ball dann da ab und man hat direkte Rückmeldung, dass es nicht funktioniert. Also Schutzfolien ist sozusagen eigentlich für jeden Trainer wichtig. Nicht nur beim Auflauf übrigens, auch bei den ganzen Topspin-Sachen sollte man das mal mit Folie spielen, mit Folie abgeklebt, untere Hälfte. Okay. Noch eine weitere Frage? Ja, dann war noch eine Frage zum Handgelenkeinsatz. Wie wichtig ist der Handgelenkeinsatz? Ja, der Handgelenkeinsatz beim Aufschlag ist enorm wichtig, weil es auch die Hauptdrehachse ist beim Aufschlag. Ab und zu man unterstützt noch durch den Unterarm. Und ganz wichtig ist dabei, dass man das Handgelenk im Prinzip 2 Freiheitsgrade, 2 Drehachsen hat. Das wäre diese hier, ich mache es mal ohne Schläger, mit Schläger und diese andere Achse von oben nach unten. So, und bei Schupfbällen oder auch bei Rückhand-Vorhand-Aufschlägen mit der Seite macht man oft bei Shakehand-Haltung diese normale Griffhaltung. Aber einen viel längeren Beschleunigungsweg hat man mit dieser neuen Griffhaltung,
dann hat man auch diese Achse und kann hier viel mehr beschleunigen und mit diesem Mittelfinger noch einen Tick mehr reinhacken. Also von daher gibt es zwei Möglichkeiten, mit dem Handgelenk Schnitt zu machen, das muss man auch trainieren. Hier, das trainiere ich gerne mit einem Peitschen von einem Handtuch. Und das ist ungefähr die Bewegung, die ich brauche beim Hacken bei diesem Aufschlag. Okay, dann ist hier die nächste Frage. Wie groß ist die Abhängigkeit des Auftreffpunktes in Bezug auf Grundlinie, Tisch, Mitte, Netzbereich auf der eigenen Tischhälfte in Bezug zu der gewählten Rotation beziehungsweise der Aufschlaglänge? Also, jetzt nehmen wir mal an, der rote Mann hier oben schlägt auf. Und dann ist es so, früher hieß es ja, wenn ich hier im Grundlinienbereich aufspringen lasse, dann wird er lang. Wenn ich ihn hier aufspringen lasse, wird er kurz. Und wenn er hier aufspringt, naja, dann weiß ich es nicht genau, aber dann wird er halblang in der Regel. Und das stimmt nicht. Also es gibt die Franzosen, auch hier meine Laura Stumper, das erwiesenermaßen widerlegt. Also man kann auch Aufschläge machen, die hier aufspringen und dann trotzdem hier und dann noch zweimal aufspringen. Das heißt sozusagen vom Wahrnehmung vom Rückschläger ist es definitiv so, dass er keine Information hat unbedingt, wenn der Ball hier weit vorne aufspringt, ob der jetzt lang wird. Ja, der kann also auch noch kurz werden. Umgekehrt können die anderen Zonen natürlich auch alle lang werden. Also die bessere Information, das ist aber jetzt ein anderes Thema, hat der Rückschläger eigentlich durch den zweiten Auftreffpunkt. Weil die Aufschläge sind der langsamste Ball neben dem Schubschlag. Wir haben genug Zeit sozusagen noch ein bisschen zu warten. Und das wäre aber ein anderes Thema jetzt. Ich hoffe, ich konnte das einigermaßen beantworten, was die Platzierung angeht. Eine Frage würde ich gerne noch vorlesen, die sich darauf bezieht. Du kannst ja schon mal wieder an die Stelle vorrollen. Genau, hier waren wir jetzt beim Gegenläufer. Jetzt kommt nämlich zu der eben gerade von dir beantworteten Frage der Nachschlag. Und zwar wird gefragt, was für einen Auftreffpunkt gebe ich denn jetzt Kindern, beziehungsweise ich würde das mal interpretieren als Anfängern. Was sage ich Anfängern? Wo soll die ihren Auftreffpunkt wählen? Naja, bei den absoluten Anfängern meist natürlich sozusagen meist so einen großen Reifen in die Mitte vom Tisch. Und wenn sie da reintreffen, dann ist, also ich sage mal, der absolute Anfänger. Das ist eine Hilfe, damit sie relativ sicher einen Ball auf die andere Seite in Aufschlag hinbekommen. Und bei den besseren Aufschlägen ist es definitiv so, beim Kickaufschlag, da muss ich ein Handtuch hinlegen, da muss der Ball vorne an der Grundlinie aufspringen, das ist definitiv so. Und wenn sie nicht in der Lage sind, ich sag mal, einen kurzen hinzukriegen, dann kann man das auch steuern über einen Ball, der nah ans Netz geht. Ja, aber der Kurzaufschlag ist im Endeffekt nicht der beste, sondern eigentlich dieser halblange, der genau zweimal aufspringt. Und da ist es auch wieder ungefähr die Tischmitte, wo der Ball aufspringt. Okay, und dann hin zum Leistungssport. Wie würdest du da den Auftreffpunkt setzen? Ja, zum Leistungssport würde ich natürlich versuchen, wie gesagt, bei den schnellen Aufschlägen ganz nah an die Grund, also fast direkt an die Kante. Und bei den halblangen natürlich auch versuchen, wenn man das kann, relativ weit vorne. Also das ist schwer einzuschätzen, wie es die Franzosen machen. Also bei den Leistungsspielern, da kann man ja auch einen halblangen hinkriegen. Und der Rückschläger kann es nicht so gut lesen. Okay. Alles klar. Gehen wir ein Step weiter. Ja, ich habe ja noch ein bisschen was mit euch vor. Das ist hier Rotation kombinieren. Ihr seht hier ein Bild von Timo, wie er die Auflage macht. Er macht hier so einen Halbkreis, der einen Umkehrpunkt hat. Und wenn er hier unten schaut, das wäre sozusagen der normale Seitenschnittaufschlag. Das hier unten ist der Gegenläuferaufschlag. Und der ist durch einen Umkehrpunkt miteinander verbunden. Deswegen wurden diese beiden Aufschläge kombiniert. Und ich sag mal, der Aufschlag ist dann besonders gut, wenn er den Ball irgendwo hier in der Nähe am Umkehrpunkt trifft. Weil dann ist es ganz schwer zu entscheiden, ob der Ball jetzt sozusagen Linksdrall oder Rechtsdrall hat. Von daher ist der S-Aufschlag sozusagen der Schlangenaufschlag. Wir werden es ja gleich hören, dass so wie eine Schlange sich um so ein Hindernis windet. Deswegen haben wir den S-Aufschlag mal so genannt. Es gibt auch eine zweite Variante, die will ich nicht verheimlichen. Die habe ich bisher aber nur beim Richie Brause gesehen. Der macht sozusagen einen normalen Unterschnittaufschlag, zieht danach den Schläger wieder hoch. Und da ist auch ganz schwer zu sehen, hat er den jetzt hier unten mit Unterschnitt getroffen oder schon wieder beim Hochziehen, wo er dann plötzlich leicht einen Überschnitt hat. Und da fällt man sehr, sehr oft drauf rein. Ich will mal jetzt hier ein Video zeigen von Timo, von seinem S-Aufschlag und wie man so einen Aufschlag lernt und welche Voraussetzungen dafür notwendig sind. Die
Timo verwendet bei seinen Seitenschnittaufschlägen die sogenannten S- oder Schlangenaufschläge. Die Bewegung des Schlägers ist dabei ähnlich einer Schlange, die sich um ein Hindernis windet. Der S-Aufschlag besteht aus zwei Phasen. In der ersten Phase beschleunigt das Handgelenk den Schläger zum Körper bis zum Umkehrpunkt. Danach in die entgegengesetzte Richtung vom Körper weg, wie beim Gegenläufer. Das Erlernen des S-Aufschlages erfordert zwei Voraussetzungen. Als erstes sollte der Spieler bereits den Seitenschnitt- und Seitunterschnittaufschlag beherrschen. Als zweites sollte der einfache Gegenläufer bereits zu seinem Aufschlagrepertoire gehören. Bei Variante A sollte der Spinball in der Phase vor dem Umkehrpunkt getroffen und danach eine Gegenläuferbewegung als Täuschung angeschlossen werden. Der Spieler macht nun den Seitenschnittaufschlag bis zum Umkehrpunkt und nach einer Pause die Gegenläuferbewegung. Der Zeitabstand zwischen Balltreffpunkt und Gegenläuferbewegung wird danach immer mehr verkürzt, bis es zu einer fließenden Bewegung wird. Wichtig ist dabei auch die Körper- und Rumpfdrehung in die Erwartungshaltung für den nächsten Ball einzubeziehen. Bei Variante B macht der Spieler zunächst eine Täuschungsbewegung bis zum Umkehrpunkt und versucht danach in Phase 2 den Spinball als Gegenläufer zu treffen. Der Spieler macht nun während des Ballwurfs einen angetäuschten Seitenschnittaufschlag bis zum Umkehrpunkt und trifft danach den Ball in der Gegenläuferbewegung.
Auch hier wird der Zeitabstand zwischen Täuschung und anschließendem Gegenläuferaufschlag immer mehr verkürzt, bis es zu einer fließenden Bewegung wird. Die Varianten A und B sollten in der Folge im unregelmäßigen Wechsel nacheinander trainiert werden. Also das war jetzt so das Beispiel, wie man so einen Schlangenaufschlag lernt. Im Prinzip sind das zwei unterschiedliche Aufschläge, die gleich aussehen und die man dann sozusagen miteinander verbindet in unregelmäßigen Reihenfolgen. Der Patrick hat das vorher nicht gekonnt, also der hat das dann auch sozusagen während dieser Videoaufzeichnung gelernt. Ist natürlich auch kein ganz schlechter Spieler gewesen, so Verbandsliga-Niveau, aber das heißt so eine, ja, ich sag mal auch in, zumindest die erste Variante kann ich selber, indem ich die zweite Phase antäusche, das kriegt jeder hin. Das kriege ich auch bei jedem von meinen C-Trainern. So, ich habe hier noch einen dritten Kombi-Aufschlag, das ist sozusagen der Herr Matsudaira mit seinem Tomahawk. Ihr seht, Bild A und B ist sozusagen der Treffpunkt mit der Vorhand, auch ganz oben an der Kante. Und manchmal zieht er den Schläger dann mehr nach rechts am Ohr vorbei, dann trifft er mit der Rückhand, da ist sozusagen der Vor- und Rückhandaufschlag miteinander gekoppelt. Und dann gehen natürlich einmal hast du rechts dran und einmal links dran. So, wir kommen mal hier jetzt ganz am Schluss noch zum Querspin. Und wenn ihr euch jetzt mal oben die Kugel anguckt, ich habe es vorher schon mal gesagt, die meisten Aufschläge, die ihr macht, die bewegen sich um die X-Achse, Y-Achse oder hier dazwischen. Das sind dann so Seitüberschnitt oder Seitunterschnitt. Hier haben wir das mal mit Schläger gezeigt. Das wäre jetzt mal so ein Tomahawk mit Seitenschnitt. Hier haben wir so einen Rückhand-Unterschnittaufschlag. Und die dritte Achse, das ist hier der Querspin. Und da war es so, dass ich und auch alle anderen Trainer, auch die Bundestrainer, dachten, der geht gar nicht. Weil wenn wir den so spielen, dann trifft der Ball auf meine eigene Hälfte auf und springt direkt nach rechts und das war's. Und da hat mich der Hermann Mühlbach irgendwann eines Besseren belehrt, nachdem er selber nicht mehr sozusagen so intensiv Tischtennis spielt und mehr Trainer ist, hat er das Geheimnis gelüftet, dass das nämlich doch geht. Und ich zeige jetzt hier mal das Video vom Hermann selbst, wie das dann aussieht und wie der Ball da quer dann auch springt. Schaut euch das mal an. Achso, stopp. Oben seht ihr zwei QR-Codes. Ich halte hier nochmal ganz kurz an. Das hier ist für den Rechtshänder Hermann, das ist hier für den Linkshänder Hermann. Also wenn hier Zuschauer sind, die Linkshänder sind, können sich gerne das linke Video angucken. Dann haben sie es, kann man es vielleicht noch besser nachvollziehen, was er da macht. Wir haben jetzt hier auf dem Bildschirm den Rechtshänder Hermann. Über- und Unterschnitt, Seitenschnitt, Seitunterschnitt oder Seitüberschnitt. Diese Rotationsarten sind jedem bekannt. Aber es gibt noch eine Rotationsrichtung, die hiervon unabhängig und völlig anders ist, den Querspin. Namensgeber dieser Aufschlagvariante ist der hier gezeigte Hermann Mühlbach, einer der wenigen Spieler und Trainer in Deutschland, die diesen Aufschlag perfekt beherrschen. Beim Querspin ist die Rotation quer zur Flugbahn des Aufschlags gerichtet. Während der Ball also in Richtung Netz fliegt, ist die Rotationsrichtung des Balles im Idealfall 90 Grad zur Seite, also parallel zur Grundlinie des Tisches. Die Grundposition beim Querspin-Aufschlag ist seitlich,
parallel zur Seitenlinie des Tisches zur Vorhandseite geöffnet. Der Ballwurf erfolgt möglichst hoch, mindestens über Kopfhöhe, um danach die Bewegungsenergie des herunterfallenden Balles in möglichst viel Rotation umwandeln zu können. Der Unterarm macht einen Viertelkreis nach rechts und die Hand hält dabei den Schläger wie ein Tablett mit nahezu waagerechtem Schlägerblatt. Im Umkehrpunkt macht das Handgelenk eine kleine Schleife und bringt die Handgelenkssehne dadurch in Vorspannung. Um Querspin zu erzeugen, wird mit dem Unterarm und dem Handgelenk eine Bewegung parallel zur Grundlinie ausgeführt. Dabei ist darauf zu achten, dass der Schläger möglichst waagerecht gehalten wird. Der Ball wird mit maximalem Handgelenkeinsatz entweder unten am Südpol oder wie hier leicht dahinter seitlich parallel zur Grundlinie des Tisches und quer zur angestrebten Flugbahn getroffen. Nach dem Balltreffpunkt schwingt der Unterarm parallel zur Grundlinie in Richtung Schlüsselbein aus. Der Spieler geht fließend in eine optimale Erwartungshaltung für den zu erwartenden Rückschlag. Wichtig hierbei ist die genaue Beobachtung des Rückschlägers, um zu sehen, an welcher Stelle der Rückschläger den Ball trifft. Querspin kann man auch alternativ mit einem Stip-Aufschlag erzeugen. Wichtig ist dabei einzig der Balltreffpunkt. Auch hier muss der Ball quer am Südpol oder leicht dahinter mit nahezu waagerechtem Schlägerblatt getroffen werden, wie es Hermann Mühlbach eindrucksvoll zeigt. Ja, das Video war ja gerade fertig. Wir können ja noch mal ein, zwei Fragen, die aufgekommen sind, beantworten, bis die Technik dann wieder steht. Und zwar war eine interessante Frage, auf welcher Höhe sollte denn der Ball getroffen werden beim Aufschlag? Ja, also ganz wichtig ist dieser Höhentreffpunkt, weil ich kann den Ball nur flach übers Netz spielen, wenn ich den auch, ich sag mal, maximal auf Netzkantenhöhe treffe, eher noch weiter unten. Also wenn ich ihn höher treffe, da ist Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, das liegt einfach an dem Belag von dem Tisch, also die Ballhöhe ist fast dann wieder genauso hoch. Das heißt, je höher man ihn trifft, umso schlechter. Also man sollte ihn beim Kickaufschlag ganz flach treffen und ansonsten zwischen Tisch und Netzniveau. Ja, gute Überleitung, da kam auch eine Frage dazu. Was ist denn überhaupt ein Kickaufschlag? Also man kann es auch Tempoaufschlag nennen. Also im Prinzip geht Kick kommt daher, dass wir direkt sozusagen von dem Schlägerblatt den Ball auf den Tisch kicken mit Tempo. Wenn wir normale Aufschläge machen, dann geht der Ball ja erstmal, wenn wir einen Unterschied aufschlagen, dann fliegt er erstmal nach oben weg. Aber beim Kickaufschlag tun wir direkt sozusagen vom Schlägerblatt auf den Tisch kicken, um das Tempo komplett zu übertragen und mitzunehmen. Ja, also aber jetzt gehen wir nochmal zu deiner Frage und dann erkläre ich mal dieses Bild. Das ist nämlich eigentlich das wichtigste Bild zum Querspin. Ich kann auch nochmal einen zurückgeben. Gibt es noch Fragen, Daniel, oder kann ich weiter fortfahren? Ja, es gab noch ein, zwei Fragen. Hier kam eine Frage, ob es dann nicht clever wäre, beim Aufschlag die Penholder-Haltung zu nehmen, weil mein Handgelenk dann ja noch freier ist. Was sagst du dazu? Na, also ich sag mal so, also die Penholder haben natürlich einen Vorteil beim Aufschlag. Ich selber hatte das Glück, in den 90er Jahren mit dem Weltmeister zusammen zu trainieren, also mit dem Guo Yue Hua, 18-2, also Weltmeister, erste Chinese in Deutschland beim SSV Reutling. Da war ich die Nummer 7 da in der Mannschaft. Und der hat mit Penholder natürlich noch viel bessere Aufschläge hingekriegt. Das Problem ist ja das Umgreifen. Also wenn ich danach nicht umgreifen kann, nützt mir Penholder nicht, dann muss ich mit Penholder noch weiterspielen. Von daher kann man Penholder nicht nehmen, man muss die so halten, dass man dann umgreifen kann. Das ist die Antwort. Also dann müsste ich die andere Hand nehmen, umgreifen, dann bin ich viel zu spät dran. Das funktioniert nicht. Ja, genau. Und dann eine Frage, die ich hier noch habe, die passt dann gleich gut zu deiner Folie. Hier wird dann nämlich gefragt, wo jetzt nochmal genau der Unterschied zwischen dem Querspin und dem Seitunterschnittaufschlag ist.
Genau, also an sich ist es ja sozusagen die der maximale Seitunterschnitt, der geht. Und das Besondere ist, wenn ihr euch jetzt hier das Bild Nummer A anguckt, also das ist sozusagen die Bewegungsrichtung von dem Ball. Der dreht sich sozusagen quer zum Schlägerblatt. Und beim Seitunterschnitt ist sozusagen der ein bisschen verdreht. Also sobald, ich sag mal, der Schläger jetzt so ein bisschen seitlicher dran geht, ist es eigentlich Seitunterschnitt. Das Problem ist, dass der in dieser Achse ganz besondere Eigenschaften hat. Also wenn wir den Ball so treffen wie hier in Bild A, das ist die einzige Chance, den vernünftig zurückzuspielen. Weil jetzt treffe ich den Ball sozusagen am Südpol, also genau auf der Drehachse, da hat der Ball keinen Schnitt. Also so wie der Pol, der dreht sich dann um den Pol drum und da ist er sozusagen schnittlos. Wenn ich den Ball aber anders treffe, ja, meinetwegen jetzt hier unten, dann rollt er sich weg, dann geht er aber, dann schmiert er sofort ab, wie in Bild B. Bei Bild C, wenn ich ihn sehr seitlich rechts treffe, rechts vom Ball, dann geht er mit Unterschnitt nach oben. Treffe ich ihn mit Rückhand links, ja, dann stößt er sich nach oben ab. Das heißt, wir haben einen Aufschlag und je nachdem, wie ich sozusagen mit dem Schläger an den Ball geht, entwickelt er völlig unterschiedliche Eigenschaften. Und das passiert nur beim Querspin, ja, wenn er genau quer ist zur Flugrichtung. Und von daher, ja, ist das ein ganz besonderer Aufschlag und ich könnte jetzt noch das nächste Video zeigen, euch jetzt mal hier das letzte Video heute und das ist die Wirkung von Querspin und das ist schon bemerkenswert. Die Wirkung des Querspin-Aufschlages auf dem gegnerischen Schläger ist bemerkenswert. Je nachdem, wie der Rückschläger den Aufschlag annimmt, erzeugt der Querspin eine völlig unterschiedliche und überraschende Wirkung. Trifft der Rückschläger den Ball wie beim Schupf eher von unten, wirkt die Rotation extrem stark zur Seite. Viele gute Spieler versuchen den Ball seitlich zu treffen, um den Ball leichter kurz oder halblang zurückzugeben. Beim Querspin hat diese Strategie fatale Folgen. Trifft der Rückschläger den Ball an der rechten Seite, so hat der Ball extremen Seitunterschnitt und springt diagonal in Vorhand des Aufschlägers weg. Trifft der Rückschläger den Ball dagegen beim Querspin-Aufschlag an der linken Seite, so hat der Ball extremen Überschnitt und springt abhängig von dem Schlägerblattwinkel nach oben parallel oder in Richtung Rückhand des Aufschlägers ab.
nimmt man den Ball frontal von hinten an und trifft ihn sozusagen am Pol seiner Drehachse, an dem er sich am wenigsten dreht, erfährt man keine spinbedingte Richtungsänderung am Schläger. Ein Großteil der Rotation bleibt dann sogar erhalten, sodass der Querspin zum Aufschläger zurückkommt. Nimmt der Aufschläger als dritten Ball zum Beispiel den Vorhandschupf, bewirkt der Querspin ein extremes Absprungverhalten des Balles seitlich nach oben. Trifft der Rückschläger den Querspin also in der Nähe des Pols, muss die noch enthaltene Schnittwirkung beim eigenen Folgeschlag bedacht werden. Spielt der Rückschläger den Ball frontal kurz in Vorhand, behält der Ball den Querschnitt und der Ball stößt sich, wenn der Aufschläger schupft, stark nach rechts oben ab, hat also Seitüberschnitt. Daraus ergibt sich die überraschende taktische Konsequenz, den vermeintlichen Schupfball des Rückschlägers zu blocken. Auch beim langen, frontalen Rückschlag behält der Ball seinen Querspin. Da man den Ball leicht seitlich beim Vorhand-Topspin trifft, hat der Ball Überschnitt. Man kann also den Topspin wie auf einen Spinblock mit hohem Schlagansatz nach vorne ziehen. Spielt der Rückschläger dagegen lang in Rückhand, so trifft man den Topspin eher auf der rechten Seite des Balles und der Querspin entwickelt somit Unterschnitt. Deshalb muss man aus dieser Position einen Spin-Topspin wie auf Unterschnitt spielen. Okay, dann würde ich sagen, ist noch Zeit für ein, zwei Fragen mit Blick auf die Uhrzeit. Ich schaue noch mal in den Chat rein, was für Fragen noch reingekommen sind. Oh ja, die ersten bedanken sich schon hier für die Präsentation. Jetzt muss ich noch mal schauen. Hier war noch eine Frage, finde ich auch interessant. Wenn jetzt dieser Aufschlag so wirkungsvoll ist, warum spielen denn dann die Profis nicht? Ja, also ich habe es gesehen, dass der Malin tatsächlich den mal als Trickaufschlag gespielt hat, also sozusagen über den Tisch und dann ist er sozusagen 90 Grad Winkel abgesprungen. Aber das Problem ist, wenn das einer annehmen kann, das habt ihr vielleicht am Schluss gesehen und der Ball kommt zurück und einer blickt das, dann habe ich wieder das Problem, weil ich muss dann gucken, ja, was ist eigentlich für ein Schnitt drin? Der gibt mir meinen Querschnitt wieder zurück und die Profis, die blicken dann irgendwann mal, dass sie nur rüberschieben müssen, wenn jemand so einen Aufschlag macht. Und deswegen hat sich der wohl noch nicht durchgesetzt, aber der
Rückschläger, den er gesehen hat, den Carlos, das ist sozusagen sein Schwager, von, der ist in Bolivien Nummer 20 gewesen, hat den Aufschlag gelernt, dann war die Nummer 1. Also das heißt, also da, wo ihn keiner kennt, war der schon ziemlich erfolgreich mit dem Aufschlag. Also der Mann von der Katrin Mühlbach, die ihr vielleicht kennt. Das ist der Carlos. Ja, also von daher ist es nicht ungefährlich, wenn jemand das Glück, den zurückzuspielen für den eigenen Aufschläger. Aber sagen wir mal, auf unterem Niveau, wenn, jetzt, wenn da einer den kann, ist das, könnte das ein Ass sein. Gell? Ja. Aber kostet okay. ein bisschen Zeit, den zu lernen, vor allem flach übers Netz zu kriegen. Vielleicht noch ein Hinweis von meiner Seite hier an der Stelle, die letzte Folie haben wir jetzt nicht gesehen, wie man so einen Aufschlag beibringt oder wie der Richie seinen S-Aufschlag macht. Genau, das seht ihr hier, da haben wir es ja. Könnt ihr sozusagen in dem Buch nachlesen, da sind auch die Videos dazu drin. Wir hatten ja hier nur begrenzt Zeit. Mein anderer Vorschlag an Daniel wäre natürlich vielleicht nochmal ein öfters ein Webseminar zum Thema Taktik im Aufschlag oder vielleicht auch Anfängermethodik beim Aufschlag. Im Buch ist alles enthalten. Würde mich freuen, wenn der andere ein oder andere da mal reinschaut. Und liebe Stelladresse, seht ihr da unten ein bisschen Eigenwerbung. 3 Jahre Zeit habe ich in das Buch investiert. Okay, Frank, dann vielen, vielen Dank.